Die Lebensstandards der Bevölkerung hängen ja auch davon ab, wie die Bevölkerung selbst das empfindet. Und wenn die Menschen nicht empfinden, dass sich durch die Tätigkeit der Europäischen Union ihr Lebensstandard verbessert hat, dann ist das eine schlechte Sache und dann werden sie auch Maßnahmen auf europäischer Ebene nicht mittragen. Wir haben einfach die Tatsache, dass noch sehr, sehr große Lohnunterschiede sind in Europa zwischen den einzelnen Ländern, besonders die Länder des Ostens, und Österreich durch seine besondere geopolitische Lage natürlich immer im Blickpunkt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Staaten sind und damit natürlich auch einem gewissen Lohn- und Sozialdumping Tür und Tor geöffnet ist. Das wollen nicht haben. Und darum wäre es wichtig, dass wir insgesamt in Europa einen Schritt weiterkommen, mit mehr Tempo, als das jetzt der Fall ist. Die negative Situation im Moment ergibt sich daraus, dass konkrete Schritte fehlen, das Lohngefälle zu bekämpfen. Wir haben einfach ein Lohngefälle zwischen den einzelnen Staaten. Da empfinden nicht nur wir so, sondern viele andere auch, da fehlt etwas. Und ich glaube, dass die Kommission hier richtigerweise einen Schritt gesetzt hat, nämlich mit einer Richtlinie zu Mindestlöhnen in Europa. Das ist ein sehr umstrittenes Vorhaben. Das wird heftig diskutiert, auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Aber letztlich haben sich alle Gewerkschaften in Europa, der Europäische Gewerkschaftsbund, dafür ausgesprochen, diesen Weg zu unterstützen. Und ich glaube, wir brauchen das dringend. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass in den Ländern, wo es gut funktioniert, wo es gute nationale Systeme gibt, dass die nicht außer Kraft gesetzt werden. Das ist die Sorge vieler, speziell in Skandinavien. Aber diese Sorge muss man allen nehmen. Und dann wird es auch funktionieren, meiner Meinung nach. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man die soziale Säule stärken kann. Mindestlöhne ist ganz sicher eines der wesentlichen Themen, das habe ich schon angesprochen. Ein zweites wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist jedenfalls der Gender Pay Gap. Wir haben ganz, ganz große Unterschiede bei den Einkommen zwischen Männern und Frauen. Das ist in Europa schon sehr, sehr unterschiedlich. In Österreich ist es sogar noch um eine Spur schlechter. Und wir müssen alles tun und alle Schritte setzen, um die Fraueneinkommen an die der Männer heranzuführen. Da haben wir auch viele Vorschläge gemacht, weil das setzt voraus, dass Frauen auch Vollzeit arbeiten können. Stichwort Kinderbetreuung und alles, was dazu gehört. Das ist die eine Geschichte. Das zweite Thema, was mir sehr wichtig wäre, ist auch die Rolle des Europäischen Gerichtshofes neu zu definieren. Der EuGH ist ja nicht nur ein Gerichtshof, sondern hat in den letzten, zumindest für mich überschaubar, 15 Jahren immer wieder durch unterschiedliche Urteile aufhorchen lassen, wo aufgrund einer Verordnung oder einer Vorgangsweise der EU klar war, für alle eigentlich, so machen wir das. Und dann kam eine Gruppe und hat gesagt, nein, da klagen wir, da gehen wir bis zum EuGH. Und der EuGH hat dann begonnen, politische Entscheidungen zu interpretieren, Urteile zu fällen, die eigentlich über das hinausgehen, zu sagen, was ist Recht und Unrecht, sondern de facto Rechtssetzung betrieben im Zusammenhang mit politischen Themen. Und das geht nicht. Und das ist auch der Grund dafür, warum so viele Diskussionen so schwierig sind, weil natürlich zum Beispiel die Freunde in Schweden eine Riesenangst haben, dann kommt wieder der EuGH, entscheidet etwas anderes und alle Zusagen zum Thema Mindestlöhne sind Makulatur, weil der EuGH hat das anders entschieden. Da muss man sich überlegen, wie man das in Zukunft handhabt. Das geht so sicherlich nicht und da braucht es Veränderungen, die zwar dem Gerichtshof nicht absprechen, seine Entscheidungen zu treffen, aber die politischen Entscheidungen müssen dort stattfinden, wo sie hingehören. Das ist die politische Ebene und nicht der Gerichtssaal. Mein Europa der Zukunft ist ein soziales Europa, ein Europa des Miteinanders, ein Europa, wo es möglichst keine Armut gibt und ein Europa der Chancen, insbesondere für junge Menschen. Wir haben große Transformationsprozesse. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft. Das bringt viele Herausforderungen mit sich. Es gibt die Klimakrise und alle Veränderungen, die daraus resultieren. Und es gibt die großen sozialen Verwerfungen. All dem muss man etwas entgegensetzen. Und ich bin nach wie vor zutiefst davon überzeugt, die beste Antwort auf all das ist ein soziales Europa. Dafür habe ich mich immer engagiert und dafür werde ich mich auch in Zukunft engagieren. Die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte hat die EU krisenanfälliger gemacht
und die Ungleichheit in der Gesellschaft verstärkt. Die Corona-Krise hat die vielen sozialen Schieflagen und Probleme sichtbar gemacht. Kürzungsdruck und Privatisierungswellen in den Gesundheits- und Sozialsystemen haben sich als fatale Fehlentwicklung herausgestellt. Europaweit sind Millionen Menschen von Armut und Arbeitslosigkeit bedroht. Diejenigen, die Arbeit haben, arbeiten oft unter prekären Bedingungen und das Einkommen reicht vielfach nicht aus. Europa steht jetzt an einem Wendepunkt. Wollen wir in alte Muster zurückfallen und wie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 mit Sparmaßnahmen die Bevölkerung noch weiter in Arbeitslosigkeit und Armut treiben? Oder wollen wir die Krise als Chance für eine Trendumkehr hin zu einer echten, solidarischen und sozialen Union nutzen? Für mich ist die Entscheidung ganz klar. Mein Europa der Zukunft ist ein soziales Europa. Die Konferenz zur Zukunft Europas ist eine historische Chance, um die soziale Dimension der EU zu stärken und um das Ziel der nachhaltigen Entwicklung von gesellschaftlichem Wohlstand und Wohlergehen in den Mittelpunkt zu stellen. Es muss endlich sichergestellt werden, dass soziale Grundrechte gegenüber den EU-Marktfreiheiten und vor allem Wettbewerbsregeln Vorrang haben. Der Grüne Deal soll Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt machen. Haben wir den Ehrgeiz, dass Europa auch der erste Kontinent wird, in dem es gute und faire bezahlte Jobs für alle Menschen gibt und Armut nur mehr in den Geschichtsbüchern ein Thema ist? Damit diese Vision Realität werden kann, müssen wir Europa zukunftsfit machen. Reiche müssen endlich einen fairen Beitrag leisten. Steuervermeidung muss einen Riegel vorgeschoben werden. Steueroasen müssen ausgetrocknet werden und Gewinne müssen dort besteuert werden, wo sie anfallen. Nur so können wir Wohlstand umverteilen und den sozialen Zusammenhalt stärken. Um die Krise zu überwinden, um Vollbeschäftigung zu erreichen, um Armut zu beseitigen und um Europa sozialer und gerechter zu machen, müssen öffentliche Investitionen in Zukunftsbereiche wie Bildung, Gesundheit, sozialen Wohnbau, Digitalisierung und Klimaschutz massiv ausgeweitet werden. Diese Investitionen müssen endlich von den EU-Fiskalregeln ausgenommen werden. Wir dürfen nicht die gleichen Fehler wie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise machen. Anstatt zu sparen, müssen wir die sozialstaatlichen Leistungen ausbauen und die Sozialpartnerschaft stärken. Wir müssen die EU aus dem neoliberalen Konzept befreien und ein soziales Europa schaffen, in dem auch die nächsten Generationen ein gutes Leben führen können. Vor einigen Monaten stand ich tief im Osten der Ukraine im Garten einer Familie. Es ist ein Ort, an dem nachts noch immer scharf geschossen wird. Die Menschen, die hier leben, kennen den Krieg nicht aus Geschichtsbüchern, sondern sie erleben ihn selbst hautnah. In diesem Moment habe ich gewusst, Friede und Sicherheit sind in Europa auch heute noch nicht selbstverständlich. In den vergangenen 25 Jahren, seit ich für die Caritas im Einsatz bin, war ich oft an den Rändern unseres Kontinents. In der Ukraine, in der Republik Moldau, in Armenien. In Gegenden, die vielfach von Abwanderung und Perspektivenlosigkeit gezeichnet sind. An all diesen Orten bin ich immer wieder Menschen begegnet, die von der Hoffnung getragen wurden, irgendwann Teil eines größeren europäischen Projekts, einer größeren Europäischen Union zu sein. Ein Teil des größten Friedensprojekts der jüngeren Geschichte. Teil des Versprechens von Sicherheit und Stabilität und Solidarität. Diese Begegnungen und die Erfahrungen der Pandemie machen mich gewiss, an einem vereinten Europa führt kein Weg vorbei. Die Europäische Union mag nicht perfekt sein. Sie ist, wie die Demokratie, kein Selbstläufer. Vieles steht noch an. Doch sie ist ohne sinnvolle Alternative. Im Vergleich zu den USA, zu China, Russland, Indien ist jedes europäische Land ein kleines Land.
kein Land ist stark genug, um die drängenden Aufgaben alleine zu bewältigen. Die Überwindung der Folgen der Pandemie, der Einsatz gegen die Klimakrise und das notwendige Engagement, um die Digitalisierung für alle Menschen menschenwürdig zu gestalten. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um Ideen für Europa zu sammeln. Denn längst ist klar, Corona hat und wird uns weiter verändern. Ob zum Guten oder zum Schlechten, liegt auch an uns. Wenn das vereinte Europa nach dieser Pandemie auch ein soziales Europa sein soll, brauchen wir neben einer Wirtschaftsunion auch eine echte Solidaritätsunion. Wirtschaft und Sozialstaat schließen einander nicht aus. Sie bedingen einander. All das in Verantwortung auch für kommende Generationen. Als Caritas-Verantwortlicher habe ich gelernt, dass Veränderung immer mit einem ersten Schritt beginnt. Das gilt im Großen und im Kleinen. Keiner brachte es schöner auf den Punkt als Konrad Adenauer. Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Ich bin überzeugt, der Traum von einem starken und zugleich sozialen und ökologischen Europa wird heute ebenfalls von einigen wenigen geträumt. Aber dieses Europa kann und muss für möglichst alle Menschen Wirklichkeit werden. Zusammenhalt und Zuversicht. Das hat Österreich in den vergangenen Jahrzehnten groß gemacht. Diesen Weg sollten wir jetzt auch in Europa gehen. Mit Empathie und Aufmerksamkeit an den Rändern. Denn dort werden die Werte Europas konkret. Aber auch mit Mut, weil es auch an uns liegt, wie diese Welt aussieht. Wir können etwas ändern und wir sollen es auch. Wenn die europäische Integration kein Selbstzweck sein soll, dann ist die wichtigste Frage, wie sind die Lebensbedingungen der Menschen auf diesem Kontinent? Also die Frage ist, wie können wir die Lebensbedingungen in Europa für alle Menschen, die ihr Leben, verbessern? Ein Europa der Firmen braucht keinen Wettbewerb. Es braucht auch nicht ein Europa der Unternehmensgewinne oder ein Europa der Länder, die am idealsten ihre Arbeiterinnen und Arbeiter im Erntebetrieb oder auf den Schlachthöfen ausnutzen. Ein Europa der vielen funktioniert ganz anders. In einem Europa der vielen diskutieren wir die soziale Sicherung nicht länger unter dem Primat der Budgetknappheit, sondern wir diskutieren einzig und allein die Frage, was brauchen die Menschen, die ihr leben? In einem Europa der vielen ist es auch nicht wichtig, dass Unternehmen möglichst wenig Steuern zahlen, sondern es ist wichtig, dass alle dazu beitragen, dass es der Gemeinschaft gut geht. In einem Europa, das sich an den Interessen der vielen orientiert, ist die Frage nicht, ob wir die Arbeitszeit reduzieren. Die einzige Frage ist, wie wir die Arbeitszeit reduzieren, damit alle mehr vom Leben haben. Ein Europa der vielen würde sich einen gemeinsamen europäischen Mondlandungsmoment vornehmen. Nicht wie damals im Kalten Krieg als sinnlose militärische Kraftanstrengung. Nein, sondern als gemeinsame Kraftanstrengung, um die Lebensbedingungen aller zu verbessern. Ein Europa der vielen hätte das Ziel, der erste klimaneutrale Wirtschaftsraum der Welt zu sein. Diese Transformation bedeutet ein grundlegendes Umwälzen der Lebens- und Arbeitsbedingungen auf diesem Kontinent. Und es geht weit über das Aufstellen von ein paar Windrädern oder zusätzlichen Dämmen hinaus. Das braucht eine historische Kraftanstrengung, das ist klar. Aber gleichzeitig gibt es unfassbar viel zu gewinnen. Mehr Lebenszeit, statt nur zu arbeiten. Intakte Ökosysteme, Städte, die sich zum Leben auch lohnen und ein Europa, das zusammenwächst durch die schnellsten Bahnverbindungen, die die Welt je gesehen hat. Diesen Aufbruch, den wünsche ich mir.